Vielleicht erinnern auch Sie sich an den Sturm im Dezember, der über Güstrow hinweggezogen ist. Der hatte unter anderem die Hälfte der Dachplane über der Zuschauertribüne im Speedway-Stadion mitgerissen. Noch immer denkt Thomas Koch, zweiter Vorsitzender des MC Güstrow, mit Schrecken an dieses Ereignis. Na, für uns, wenn so das Dach runtergeweht wurde vom Wind, war das schon ein starker Schaden, der uns hier entstanden ist. Jeder, der es gesehen hat, konnte das ja sehen, dass es doch wirklich die Hälfte abgedeckt war von dem Sturm. Also das war schon sehr erschreckend. Nun stand in dieser Woche ein Kran auf dem Gelände. Die Firma LCA GmbH aus Wendorf nahe Stralsund wollte die 35 x 67 Meter Dachfolie als Rolle auf der Dachvorrichtung befestigen. Für Thomas Koch ein guter Tag. Na, natürlich sind wir jetzt froh, dass das Dach endlich draufkommt. Es hat ja doch ein bisschen länger gedauert, bis diese Sachen alle geklärt waren. Die Versicherung, muss man sagen, war da sehr kulant, hat diese Hälfte doch bezahlt. Diesen Sturmschaden ist ja doch ein Versicherungsschaden geworden. Und die andere Hälfte wird aus Kulanz, die zweite Hälfte, die jetzt abgenommen wurde, die wird aus Kulanz ausgewechselt. Damit es einen solchen Schaden beim nächsten Sturm vielleicht nicht noch einmal geben wird, ist die Beschaffenheit der Folie etwas stärker ausgelegt. Das ist jetzt eine mindestens 2,5-mal so starke Folie, die aufgebracht wurde, so eine Art LKW-Planfolie, muss man sich das vorstellen. Und auch die ganzen Verzurrungen, also die ganze Befestigung auf der Dachebene sozusagen, alles auf diesen Trägern, ist viel, viel massiver gebaut worden, viel mehr abgesteift, die ganze Geschichte, und abgestrebt, dass es doch jetzt, sag mal, diesen Vibrationen standhalten kann. Die Aufbringung der Folie auf das Dach stellte sich gar nicht so leicht dar. Bis Mittwoch war die Hälfte geschafft und bis Freitag sollte das neue Dach auf den Trägern befestigt sein. Denn zu den nächsten Höhepunkten im Speedway-Stadion ist es wichtig, dass das neue Dach die Zuschauer vor Regen schützt. Natürlich gibt es die Highlights. Unser größtes Highlight ist natürlich unser Pfingstpokal, den wir hier am 19.05. ist das Rennen, das wir haben. Dann am 17.05. Bundesliga, auch immer ein schönes Rennen, am Pfingstfreitag. Das ist immer auch sehr wichtig und zur Einstimmung des Pfingstwochenendes. Naja, und der Tag der offenen Tür dürfte man auch nicht vergessen. Das müsste der 9. Mai sein, den wir natürlich auch immer haben. Und viele Zuschauer sind da und es ist für Groß und Klein was dabei. Wird eigentlich immer wirklich sehr gut besucht. Der 9. Mai ist Himmelfahrt und dann lädt der MC Güstrow zu seinem Tag der offenen Tür ein. Dann gibt es Speedway zum Anfassen, für Groß und Klein. Und jeder ist dazu herzlich eingeladen.